Servus Leute, ich habe vor einiger Zeit das Video zur OpenHAB 3 online gestellt. Das war die Grundinstallation und die Ersteinrichtung. Das kam auch wirklich sehr gut an, vielen Dank erstmal dafür. Aber es warf doch auch sehr viele Fragen auf. Also ich habe hier etliche Kommentare bekommen. Ich habe versucht, die alle zu beantworten, aber das war doch sehr schwierig. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach eine kleine Videoreihe, die einfach jedes Thema in nur einem Video behandelt. Also ich werde einfach die Videos sehr kurz halten und schauen, dass ich jeweils nur ein Thema in den jeweiligen Video behandle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach am PC rüber und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze einzustellen habt. In diesem Video geht es jetzt um das Datum und die Uhrzeit. Ihr habt in OpenHAB 3 verschiedene Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. Ich behandle jetzt in diesem Video zwei deren Themen. Und zwar ist es erstens mal die mitgelieferte Funktion über die Web-UI und zweitens die Erstellung eines Items über das NTP-Binding. Bei mir sieht jetzt die Benutzeroberfläche bzw. der Startbildschirm von OpenHAB so aus. Ich habe ja hier das Widget der Uhrzeit. Das habe ich über das NTP-Binding eingestellt und hier oben seht ihr ja auch schon das Datum, das wird automatisch bei der Web-UI angezeigt. Das könnt ihr auch noch anders darstellen, ich habe das hier jetzt einfach mal in Schnellzugriff gemacht und zwar legt ihr hier so ein Widget an. Das ist automatisch schon mit dabei, wenn ihr OpenHAB installiert habt. Es geht ganz einfach einzustellen, ihr geht einfach auf Einstellungen, dann auf Pages, wie gesagt, ich habe das einfach mal in den Schnellzugriff gelegt. Und dann seht ihr hier schon die Uhrzeit. Wenn ich jetzt einfach noch eine Spalte hinzufüge, dann geht ihr hier auf das Plus und dann seht ihr hier unten schon, ganz unten, die digitale Uhr. Da klickt ihr drauf, dann habt ihr erstmal nur die Uhrzeit drinnen. Wenn ihr aber hier auf Konfigurieren geht, könnt ihr noch den Titel verändern, die Schriftart verändern, das Format, wie die Uhrzeit angezeigt wird, den Hintergrund und dann habt ihr hier noch einen kleinen Schalter, wo ihr eben das Datum hinzufügen könnt. Auch dieses könnt ihr im Format verändern, aber ich lasse das jetzt einfach mal so und dann seht ihr schon, haben wir hier das Datum und die Uhrzeit. Gehen wir auf Save und gehen noch mal kurz rein, dann seht ihr, ich habe das jetzt zweimal da. Wie gesagt, dieses Widget könnt ihr ganz easy anlegen und eben in der Web-UI nutzen. Wenn ihr aber eine Uhrzeit und das Datum in der Basic UI haben wollt oder auch in dem Head Panel, dann müssen wir das ein bisschen anders anlegen und zwar brauchen wir dann dieses hier. Dazu geht ihr in die Einstellungen rein, dann auf Bindings. Falls ihr das System so installiert habt, wie ich das im ersten Video gemacht habe, dann habt ihr auch das NTP-Binding schon installiert. Falls nicht, ist das auch kein Problem. Ihr geht einfach hier auf das Plus, sucht nach NTP-Binding und installiert dieses. Danach geht ihr auf Things und dann sollte in der Inbox schon dieses Thing hier auftauchen. Und zwar ist es der Server von NTP. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon angelegt, deswegen ist es bei mir schon drinnen. Falls ihr das erste Mal anlegt, dann kommt es sofort in der Inbox und ihr könnt dieses dann einbinden. Ich mache das jetzt aber nochmal manuell kurz. Und zwar gehen wir auf das Plus, dann hier auf NTP-Binding. Und dann seht ihr schon hier NTP-Server, klicken wir drauf, dann nenne ich das einfach mal Local Time Test, dann hier Time Test Server. Die IP-Adresse, da nutze ich eigentlich immer die 0.pool.ntp.org. Abfrageintervall und Frequenz lasse ich auch gleich und Port 1, 2, 3 lasse ich auch und in der Zeitzone müsst ihr natürlich eure Zeitzone eingeben. Bei mir ist das Europe Berlin und dann kreieren wir dieses. Dann suchen wir das jetzt einfach mal kurz. Sehen wir hier, das ist dann online. Somit haben wir schon den Zugriff auf den Zeitserver. Wenn wir jetzt hier auf das Thing draufklicken, dann müssen wir ja noch Channels verbinden, Channels und dann ein Item kreieren. Dazu geht ihr auf das Thing drauf, dann hier auf Channels und dann gibt es zwei Kanäle, die ihr einbinden könnt. Einmal in einem Daytime-Format und einmal in einem String-Format. Der einzige Unterschied von denen zwei ist eigentlich nur die Verarbeitung der Formatierung. Ich nutze eigentlich immer das Daytime-Format, weil ich das dann sowieso noch manuell bearbeite, sage ich mal, die Anzeige. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf.
dann erstellen wir hier ein neues Item. Das lasse ich so. Hier gebe ich noch Test ein zur Übersicht. Als Typ lassen wir auch Date Time, Kategorie Date. Semantic Classes brauchen wir keine und dann verlinken wir dieses. Dann seht ihr hier schon, wir bekommen jetzt das Datum ausgegeben und die Uhrzeit, aber in einer Version, die wir eigentlich nicht brauchen können. Wir gehen jetzt einfach mal auf Save und zur besseren Übersicht gehe ich hier in das Modell rein und dann seht ihr ja hier schon, das ist meine Konfiguration, die ich vorher schon angelegt habe. Und das ist jetzt die neue, die Testversion, die wir gerade gemacht haben. Wie gesagt, das Format ist nicht wirklich ansehnlich. Deswegen gehen wir hier rein. Dann seht ihr ja hier den Punkt Add Metadata. Da klicken wir drauf. Und dann fügen wir die State Description hinzu. Gehen wir drauf. Und dann könnt ihr hier bei Pattern, das ist der zweite Punkt, eine Anzeigemöglichkeit oder ein Format, eine Transformation des Formats eingeben. Ich habe hier schon einige Varianten ausprobiert. Ich poste die natürlich in die Videobeschreibung unten rein, aber da könnt ihr im Endeffekt hier das Format frei verändern. Ich habe das jetzt hier so gewählt, dass ich als erstes wird der Tag ausgeschrieben angezeigt, dann das Tagesdatum und der Monat, dann die Stunde und die Minuten. Jetzt gehen wir hier einfach mal auf Save und dann seht ihr, verändert sich das Ganze schon. Wenn ihr hier jetzt nochmal reingeht und dann nehmen wir das einfach mal kurz raus und fügen das an den Start hinzu. Noch ein Leerzeichen, dann gehen wir hier auf Save. Dann seht ihr, verändert sich das komplette Format gleich wieder. Das könnt ihr jetzt natürlich frei verschieben. Das könnt ihr in der Web-UI nutzen, wie eben hier. Oder auch in der Basic-UI und im Head-Panel. Das war es eigentlich schon soweit mit dem Datum und der Uhrzeit. Das ist recht easy, aber den Schritt sollte man am Anfang eigentlich machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Servus!